Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an all Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start. Und wie man im Hintergrund sehen kann und auch in der Überschrift lesen kann, oder Unterschrift vorher, haben wir hier Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Und es ist noch so eine kleine Sache, was ich jetzt damit genau mache. Also jetzt, diese Folge ist ein Let's Show. Ich habe nicht herausgefunden, du musst erst die Einführung spielen. Und dann schaltest du die Koop- und Online-Sachen frei. Die Koop-Kampagne und die Online-Miliz gegen Hass nicht gesehen frei. Die Frage ist jetzt nur, ob ich das Let's Play. Let's Playen werde oder nicht, weil ich mit einem Kollegen nämlich was anderes vorhatte. Und ich euch damit nicht durcheinander bringen will. Und zwar. Ja, wir machen es anders. Pass auf. Ja, wir werden das jetzt hier Let's Playen. Komm. Wir wählen natürlich die Festplatte aus. Ja, das habe ich eben gerade versucht zu machen, aber es hat einfach nichts gemacht. Er hat nichts geladen. Er blieb die ganze Zeit auf einer Position stehen. Deswegen sagen wir jetzt mal nö. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Räucher bereit. Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen es mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv.
Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Erbitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Erbitte Starterlaubnis für Hubschrauber Landeplatz Alpha 9. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll dringend zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Lass ihn. Team Bravo melden. Bravo bereit. Los. Sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Hilf mir, ich sitz fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Ja. Sei wachsam, Sam. Achso, Entschuldigung, ich war gerade vertieft in einem Block. Wir sind jetzt hier und müssen voranwatschen. Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Ja, du warst der Arsch. Der Abflussgraben wird uns Schutz bieten. Ich wollte Waffen haben, aber du hast gesagt, nee, keine Waffen diesmal. Oh! Scheiße, das war kein Mörser. Klang nach Katjuschas. Weggeparkt, alle Frau, hundertprozentig. Er ist da drüben, bin dran! Verteilt euch und sucht weiter! Ich muss sagen, dass jetzt das Video an sich und das Spiel schön auf dem fast gleichen Nenner sind. Das ist auf jeden Fall ganz in Ordnung, das ist ganz gut. Aber die Gesichter sind einfach zu. Ja. Weg, nicht da drüben! Da drüben! Scheiße. Ist der tot? Okay, hier ist klar. Der tot. Schnell, gib mir mal einen Schubs. Ich muss aber gucken, ob er tot ist. Ja, er ist tot. So, ich kann mich auch wieder richtig hinstellen, ne? Wenn du dich das Licht meidest, fällt es. Ja, ich drücke die ganze Zeit hochheben. Hopp. Das ist übrigens mein erstes Splinter Cell, was ich hier spiele. Also ich kann jetzt nicht so viel Grundinformationen oder sonst irgendwas geben. Wie wär's mal mit Hilfe, du Arsch? So. Gegner in Deckung.
Okay. Einer von uns, zwei Gegner. Du nimmst den linken, ich den rechten. Okay. Was? Erfasse die nächstmögliche Deckung und tippe A, um dich zu bewegen. Hey! Ja? Schmeiß die Kamera an. Die Bravo-Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Sie bringen ihn her. Gut, denn der hier macht's nicht mehr lange. Schalten wir die Kamera ein. Ja, kleinen Moment. Die müssen den... Ah, okay, warte, bereit. Muss ich jetzt töten? Um zwischen tödlich und nicht tödlich eliminieren, ausschalten. Achso, X. Okay, läuft. Was soll ich jetzt machen? Töten. Hey, Arschloch. Er verblutet. Solange der Funk gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere ihn. Du schaltest den Störsender aus. In Ordnung, Vic. Viel Glück. Ah, jetzt habe ich eine Waffe. Okay, cool. So. Du kannst ja eigentlich ein ganzes Splinter Cell, soweit ich das gehört habe, komplett durchspielen. Ich finde das mit der Deckung ganz cool gemacht eigentlich, muss ich sagen. Durchspielen, ohne einen Gegner zu töten. Tja, wir haben gerade einen Gegner getötet. Wir haben schon verkackt. Okay, wir wollen uns mal ein bisschen weiter vorbewegen hier. Wir haben 23 Uhr. Wir sind verwöhnt. Und faul. Das meine ich ja. Ohne Flugzeuge und Raketen können sie überhaupt nicht können. Aber sie können sterben wie jeder andere. Okay. So hat man mir das im Iraba beigebracht. Ein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximalen Schaden. Keine hübschen Spezialeffekte. Gut, dann machen wir es auf deine Weise. Okay, die Deckung war jetzt blöd. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn machen? Bring. Ja, Sir. Das war schlecht. Alter, fuck you! Scheiße! Ja, ich hab mir Ruhe! Oh, weil das Licht. Ja, fick you, Alter. Ohne Witz jetzt. Scheiße, das war schon mal richtig schlecht. Ich lade auch gleich Daten, ey. Ja, wir können ruhig ein bisschen vorwärts sprinten. Wir sind verwöhnt. Das meine ich ja. Ohne Flugzeuge und Raketen können sie überhaupt nicht kämpfen. Aber sie können sterben wie jeder andere. So hat man mir das in die Rampe beigebracht. Ein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximalen Schaden. Keine hübschen Spezialeffekte. Gut, dann machen wir es auf deine Weise. Müssen den doch eigentlich jetzt hinten erschlagen können, oder müssen wir jetzt warten, bis der weg ist? Wow, wow, wow. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn machen? Bring sie da und da an. Danke, Sir. Ja, Sir. Danke, Sir. Wie geht's ihm? Lungendurchschuss. Wir werden ihn mehr. Das klappt nicht nach deinem Patienten. Kannst du mal nachsehen? Ich habe alle Hände voll zu tun. Hab was gehört. Hol dich, Barus. Bonus, Revisar. Da ist er! Das läuft nicht ganz so gut, wie ich sie gedacht habe. Ist es irgendwie auf? Was ist da drüben los? Wir kommen da nicht rein. Was jetzt?
drüben los? Also ich bin da ganz schlecht und sowas. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht so ruhiger bin. Nachladen. Keine Ahnung, wie man nachlädt. Halt! Es ist gerade für mich ein bisschen, ihr müsst mich entschuldigen. Es ist für mich gerade ein bisschen, ja. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, ganz ehrlich nicht. Okay, was auch immer ich jetzt gerade gemacht habe. Das war jetzt rein unlogisch, aber ja, gut, von mir aus. Okay, halt euch, Kleiner, wir holen jetzt Hilfe. Nicht! Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja? Glücklichst. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Können Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Granate! Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Wie ist die Lage? Paladin One und das Fourth Echelon Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fisher nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam. Ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika. Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fisher, und ich habe keine. Das Fourth Echelon wird Sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Hör durch, Vic.
Einer von sechs Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole. Und Graham Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. Und Graham ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam, daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser mit Ihnen, als Sie es tut. Willkommen im Fourth Echelon, Mr. Fischer. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein. Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum? Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Ich erkläre dir den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle, es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Probleme, Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erst mal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. So. Das war die Einführung. Oder auch hey, nicht. Sam. Hätte ich fast vergessen. Dein Opset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI-Light, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. SMI-Kalibrierung. Bewege den Schieberegler, bis die Pfeile auf dem Bildschirm Achso. Es ist soweit, ne? Das ist genau richtig, würde ich sagen. Schieberegler bewegen, bis der Text im mittleren Feld gerade eben sichtbar ist und der Text auf dem linken Feld verschwindet. Würde ich bei 5 lassen, oder? Ah, 6. Versteck! Schön, freue ich mich. Hauptquartier. Spion gegen Söldner. Xbox Live. Das heißt, ich müsste erst die Kampagne spielen, bevor ich die Koop machen kann. Okay, cool. Ja, anscheinend müssen wir erst ein paar Dinge, die kampagnenmäßig spielen. Na gut, das macht aber nichts. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt alles, was ihr wollt, in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und wenn es halt heißt, fick deine Mutter, ist mir egal. Diesen Kommentar lese ich mir auch gerne durch. Und ansonsten, ja, wünsche ich noch allen viel Spaß, vor allem bei diesem Spiel, diesem sehr netten Spiel. Ich muss sagen, ich muss mich noch ein bisschen einfinden, aber so von der Steuerung finde ich es schon ganz nett. Nur ich muss mich halt noch ein bisschen reinfixen. Und wenn ihr da ein paar Tipps für mich habt, dann schreibt ihr wieder auch in die Kommentare. Ansonsten sieht man sich irgendwann mal online, hoffe ich doch mal. Tschüss und ciao.